Ja, ich weiß nicht, ob ich dadurch ein Star war, weil es Autogrammkarten war. Aber es gab sie. Und wir haben sie auch verschickt. Wir haben ja Zuschauerbriefe bekommen in Massen. Und da wurde einfach gefragt, wer ist das? Wer ist Otto Diepholz in diesem Fall? Wie lange macht er das schon? Oder er fand es gut oder sie fand es schlecht. Wir waren auf Zuschauermeinungen auch angewiesen und haben sie immer diskutiert. Oft in Konferenzen, Zuschauer sind für uns wirklich ein bleibender Anstoß gewesen, die Sendung gut zu machen.